Coldbrews sind mitunter eines der beliebtesten Sommergetränke überhaupt. Ob pur auf Eis, mit einem Schluck Milch oder als Coldbrew Tonic, so kennt ihn inzwischen jeder. Aber hast du schon mal einen Gingered Coldbrew oder einen Coconut Coldbrew probiert? Hey und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf unserem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Kaffee. Also lass uns gerne ein Abo da. Cold Brew Kaffee ist mehr als nur kalter Kaffee. Hierbei handelt es sich um ein Kaffeekonzentrat, das mit kaltem Wasser und einer Extraktionszeit von mindestens 12 Stunden angesetzt wird. Der Drink hat in den letzten Jahren besonders an Beliebtheit zugenommen, besonders in den Sommermonaten. Das Spannende an Cold Brew Kaffee ist, dass er so vielseitig einsetzbar ist. Du kannst ihn zum Beispiel als Basis für Cocktails nehmen oder auch in Kombination mit anderen Getränken. Wir stellen euch heute 4 unserer Lieblingsrezepte vor. Bevor wir mit den Rezepten loslegen, zeigen wir euch noch ganz kurz, wie wir den Cold Brew angesetzt haben. Wer das schon kennt, springt in den Timestamps einfach weiter nach vorn. Also, für Cold Brew lässt du den Kaffee für mindestens 12 Stunden in kaltem Wasser ziehen. Die Zubereitung ist daher ziemlich unkompliziert. Alles, was du brauchst, ist Kaffee, kaltes Wasser, ein Cold Brew Zubereiter und eine Filtermöglichkeit. Außerdem brauchst du noch ein Gefäß, um dein Cold Brew aufzubewahren. Du kannst einen Cold Brew also zum Beispiel in so einem Einmachglas hier machen. Danach musst du deinen Kaffee natürlich filtern. Du kannst aber auch einen Cold Brew Zubereiter wie diesen hier nehmen. Der kommt mit einem Filter, der hier reinpasst, den du danach nach dem Extrahieren herausnehmen kannst. Solch einen Zubereiter gibt es zum Beispiel auch von Hario. Dort hast du auch ebenfalls den Filter, den du nach dem Brühen einfach entfernen kannst. Und so kannst du danach dein Cold Brew aufbewahren. Außerdem gibt es sicherlich viele von euch, die eine French Press zu Hause haben. Die eignet sich zum Beispiel auch super für Cold Brew. Hier haben wir zum Beispiel eine von Jena Glas oder hier eine von Fellow. Was du machst, ist eigentlich das gleiche, und zwar deinen Kaffee in kaltem Wasser ziehen lassen. Danach kannst du mit dem Sieb den Kaffee einfach runterdrücken und dann dein Cold Brew einfach in ein anderes Gefäß geben. Wir haben für unsere Rezepte 2 verschiedene Cold Brews angesetzt. Einmal einen klassischen, und zwar der nussige und schokoladige Noten enthält, wie zum Beispiel den Dabastia, oder auch einen fruchtigen, wie zum Beispiel hier unseren Limo. Hier empfehlen wir generell Kaffeesorten auszuwählen, die eine schöne, fruchtige Säure mitbringen. Ihr findet außerdem einen ausführlichen Cold Brew Guide in der Videobeschreibung. Für den Ginger Cold Brew braucht ihr 150 ml Ginger Ale oder Ginger Beer, 20 ml Orangensaft, eine Scheibe Orange und 60 ml fruchtigen Cold Brew und natürlich Eis. Cheers! Beim ersten Schluck schmeckt man auf jeden Fall so eine leichte Kaffeenote. Danach kommt das Fruchtige durch von dem Orangensaft. Ja, ist cool. Solltet ihr auf jeden Fall probieren. Ist ganz was anderes und auch relativ einfach zu machen. Ich mag ihn. Für den Cold Brew Lemon braucht ihr 250 ml Cold Brew, 5 ml Zitronensaft, Zitronenzesten und Eis. Taste Test Time. Ich habe die Rezepte letzte Woche schon mehrfach probiert. Cheers! Mir gefällt an dem Drink einfach, dass er so simpel ist. Zitronen hat man eigentlich immer da und er ist auch relativ einfach gemacht. Vom Geschmack her erinnert es mich sehr an Cascara Limonade. Super leicht und angenehm, erfrischend. Cold Brew Lemon. Für den Coconut Cold Brew braucht ihr 150 ml Cold Brew, 80 ml Kokosnussmilch, 15 Gramm Kokosblütensirup und Eis. Am Anfang flockt die Kokosnussmilch ein wenig, ist aber gar kein Problem, weil ihr einfach nach ein paar Mal umrühren seht, dass sich das ganz gut vermengt. Und je nachdem, wie süß ihr es mögt, könnt ihr natürlich mehr oder weniger Kokosblütensirup nehmen und natürlich auch gut umrühren, weil der Sirup auch sehr dick ist und eventuell auch am Boden klebt. Dieser Sommerdrink gibt einem ein volles Mundgefühl. Man hat durch diese Kokosnussnote auch auf jeden Fall so ein Sommerfeeling und ist natürlich auch nur was für Kokosnussfans. Ich persönlich mag Kokosnuss super gern. Und falls du Kokosnuss auch so gern magst, dann ist das vielleicht was für dich. Probier's aus. Für Affogato benötigt ihr eine Kugel Vanilleeis oder Sorbet und einen Schluck Cold Brew. Was soll man dazu sagen? Die 2 besten Dinge auf der Welt, Kaffee und Eis, in einem. Von den 2 Affogatos weiß ich gar nicht, was ich mehr mag. Im fruchtigen mit Sorbet oder im klassischen mit Vanilleeis. Ist
beides super lecker. Ich werde sicherlich heute kein Auge mehr zumachen, denn so viel Cold Brew, wie ich hatte, also. Und das waren unsere vier Lieblingsrezepte für diesen Sommer. Habt ihr noch Rezepte, die ihr mit uns teilen möchtet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Taggt uns auch gerne auf Instagram, wenn ihr eines der Rezepte ausprobiert. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal.